Willkommen zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfreunde. Willkommen in diesem tollen Stadion. Ihre Kommentatoren sind der Kollege Frank Buschmann und ich, Wolf Fuß. Und ich denke, das ist eine Partie, die wirklich einiges verspricht. Könnte eine packende Partie werden. Buschi? Kann losgehen, Wolf. Ich denke auch, das ist ein Spiel, das niemanden enttäuschen wird. Er könnte hier heute eine Schlüsselrolle einnehmen. Vor dem Tor gibt es kaum einen besseren. Er verfügt über einen überragenden Abschluss. Klasse Technik. Die Gäste sind ein äußerst unangenehmer Gegner, vor allem aufgrund ihres Vorcheckings. Ja, und Wolf, da musst du natürlich erstmal ein Mittel finden. Die stehen extrem hoch, greifen sofort an. Und da ist es nicht leicht, die Ruhe zu bewahren und sich trotzdem Chancen zu erarbeiten. Chance zur Flanke jetzt. Schöner Einsatz, kann klären. Es gibt Eckball. Die Chance jetzt hier vielleicht für den Außenseiter. Schauen wir mal, was sie draus machen. Jetzt der Eckball. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Er pfeift ab. Da hat er den Ball mit der Hand erwischt. Muss nicht mal Absicht gewesen sein, aber Freistoß ist korrekt. Guerrero. Dahoud. Marco Reus am Ball. Schöne Pässe von Borussia Dortmund. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Gute Möglichkeit. Guter Pass jetzt. Da hat er die Chance. Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Es gibt Einwurf. Sie lassen den Platz für die Flanke. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Klasse Pass jetzt. Reus. Dahoud. Jetzt Marco Reus. Guter Ball vom BVB. Was für eine Chance. Und da treffen sie das erste Tor heute. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Kann er den Ball behaupten? Guerrero. Da ist Reus. Dahoud. Der BVB hier mit dem nächsten Angriff. Aber dann ist der Ball weg. Sie machen also nichts aus dieser Szene. Ja, das ist Pressing. Der Pass kommt nicht an, war nicht präzise genug. Wird Einwurf geben. Und jetzt Hummels. Jetzt Marco Reus. Haaland. Brandt. Marco Reus. Klasse Timing hier. Gut dazwischen gegangen. Da ist Platz für den Konter. Guter Vorstoß da jetzt. Defensiv machen sie es gut. Reus jetzt am Ball.
Ja, das ist ein guter Pass. Tolles Tor. Das ist natürlich ein Volley, wie er besser nicht geht. ...2-0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Nachspielzeit wird angezeigt. Eine Minute. Zur Pause eine scheinbar beruhigende Führung. Es steht 2-0, aber sie müssen weiter konzentriert bleiben. Er kann heute leider nicht die gewohnte Leistung abrufen. Ihm fehlt so ein bisschen die Bindung zum Spiel, so kann er kein positiver Faktor sein. Durchgang 2 läuft. Hagen. Sie drängen nach vorne, guter Aufbau. Aber jetzt verlieren sie doch den Ball. Da hat dann doch die Präzision gefehlt. Haaland. Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Ah, oh, da wäre jetzt Platz. Oh, er ist zur Stelle. Eine unglaubliche Parade macht diese tolle Chance zunichte. Eine kurze Ecke. Ball ist unterwegs. Gefährliche Szene. Gehalten und das war ein richtig schwieriger Ball. Also ich glaube, den haben ehrlich gesagt alle hier schon im Tor gesehen. Super Reflex. Kurz ausgeführt. Jetzt Marco Reus. Super Tackling. Jetzt haben sie den Ball verloren. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Hazard. Thorgan Hazard. Was macht er draus? Der Ball ist drin! Und mit dem 3-0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Hagen. Gute Aktion, sie haben den Ball. Viel Platz für den Konter jetzt. Julian Brandt. Da ist der Ball weg. Unaufhaltsam. Wichtig natürlich, dass sie da dazwischen gehen. Guter Pass jetzt. Da gewinnt er den Zweikampf. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Schaut sich um, wo ist vielleicht die Lücke? Mit diesem Treffer verkürzen sie den Abstand.
Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Marco Reus. Reus wartet auf die Kollegen. Klar, im Moment sind da noch zu wenig Optionen. Erling Haaland! Glanzparade! Tolle Aktion, was für ein Wahnsinnsreflex! Es wird gleich zweimal gewechselt hier. Die Ecke kommt. Wichtig, dass er da klärt. Da springt ihm der Ball in die Hand. Freistoß. Da zieht er ab. Geht hier noch was? Es schien aussichtslos, aber jetzt sind sie bis auf ein Tor dran. Was für eine Schlussphase. Drei zu zwei also. Da ist alles drin. Der Ball von Reus geht zum Gegner. Es gibt 3 Minuten obendrauf. Das könnte die letzte Chance auf den Ausgleich sein. Jetzt ist der Ball doch noch weg. Cool aufgepasst und verteidigt. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Brandt. Erling Haaland. Das ist der Schlusspfiff. Das war's für heute. Die Gastgeber müssen hier also eine Niederlage hinnehmen. Denkbar knapp verlieren sie hier. Das wird sie ärgern. Man hatte so den Eindruck, da war mehr drin. Das wissen sie natürlich auch. Ich glaube, im nächsten Spiel treten sie wieder anders auf. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen.